Was geht ab, Leute? Ich hoffe, es geht euch gut und die meisten von euch sind bereits in Urlaubsstimmung. In dem heutigen Video geht es um Unraid bzw. wie ihr Unraid schneller machen könnt. Für all diejenigen, die Unraid noch nicht kennen, versuche ich es mal ganz kurz. Unraid ist eine Software, die auf einem USB-Stick installiert und an den PC angeschlossen wird und dabei quasi als Betriebssystem fungiert. Genauer gesagt ist es ein Hypervisor und kann vielseitig verwendet werden. Ich nutze es lediglich als Massenspeicher im Heimnetzwerk, könnte aber auch mehrere Betriebssysteme darauf installieren und darüber zocken. Als ich Unraid zum ersten Mal eingerichtet habe, war ich sofort von der Handhabung und der einfachen Oberfläche fasziniert. Mit der Zeit war ich auch frustriert, weil irgendwie alles lief, aber dann doch nicht, wie ich es mir gerne erwünscht hätte. Aber mit viel Recherche, Foreneinträge, Suche, Videos auf YouTube konnte ich meine Probleme beseitigen und hiermit möchte ich euch die essentiellen Dinge für euer Unraid-System mit auf den Weg geben, die euer System auf jeden Fall schneller machen werden. Zur Information, das Video ist lediglich an Unraid-Nutzer ausgelegt, also jemand, der sich mit Unraid noch nie beschäftigt hat, ist hier leider fehl am Platz, aber ihr könnt dennoch einen Daumen und ein Abo hinterlassen und weiter geht's. Tipp 1, SSD, NVMe SSD. Ihr solltet auf jeden Fall, wenn auch nur eine SATA SSD, natürlich bestenfalls eine NVMe SSD in euren Unraid-System einbauen und als Cache für euer Array verwenden. Ihr dürft natürlich nicht vergessen, den SSD-Cache den jeweiligen Freigaben eures Arrays zuzuordnen. Die Lese- und Schreibperformance wird dadurch deutlich erhöht, aber ihr müsst dabei zwei Dinge berücksichtigen. Erstens. Grundsätzlich werden die virtuellen Maschinen mit Hilfe des SSD-Cache deutlich schneller, sofern ihr natürlich diese Einstellung dafür vorgenommen habt. Wenn ihr jedoch wie ich den Unraid-Server lediglich zum Speichern von Daten nutzt, dann solltet ihr euch folgende Frage stellen. Werden Daten über eine 1 Gigabit Netzwerkkarte auf den Server übertragen? Ja, nein. Wenn ihr eine 2,5, 5 oder 10 Gigabit Ethernet-Karte verwendet, dann werdet ihr definitiv einen Performance-Schub bei der Übertragung von Daten merken. Aber das Ganze hat natürlich einen Haken und damit geht es zum Punkt 2. Wenn ihr eine sehr schnelle SSD oder NVMe einbaut, solltet ihr auch genügend Bandwidth auf dem Motherboard und genug Arbeitsspeicher zur Verfügung stehen haben. Denn Unraid speichert die Daten in den RAM zwischen und kopiert diese anschließend nach etwa 30 Sekunden auf die SSD. Und hiermit kommen wir zum Tipp Nummer 2. Tipp 2. Wie bereits erwähnt, nutzt Unraid die RAMs als Pufferspeicher. Das heißt, wenn ihr eine Datei auf eurem Server kopiert habt und innerhalb dieser 30 Sekunden euer Server abschmiert, ist die Datei dann verloren. Daher raten auch einige an, sich einen ECC-Arbeitsspeicher oder eine USV anzulegen, da genau diese für solchen Ausfall ausgelegt sind und immer eine technische Lösung parat haben. Wie das Ganze jetzt technisch funktioniert, kann ich euch im Detail nicht erklären, aber wenn ihr wünscht, natürlich in einem separaten Video. Aber Punkt 2 soll nicht auf die Thematik eines USV oder eines ECC-Speichers eingehen, sondern der Anpassung der Größe des RAM-Pufferspeichers. Wenn ihr große und viele Daten kopiert, wird die Übertragung mit der Zeit immer langsamer, sofern ihr nicht genug Pufferspeicher zur Verfügung stehen habt. Daher solltet ihr entweder ausreichend genug RAM eingebaut haben oder über das Terminal in Unraid den Befehl zur Anpassung der Größe des Pufferspeichers nutzen. Also einfach das Terminal aufrufen, den Code eingeben. Die Höhe des Pufferspeichers müsst ihr natürlich selbst angeben. In meinem Fall sind es 70% bei 16 GB Arbeitsspeicher, da ich keine virtuellen Maschinen oder Docker-Container nutze. Das heißt, dass für die Übertragung von Daten 70% meines Arbeitsspeichers als Puffer von Unraid zur Verfügung gestellt wird. Tipp 3. Aktiviert den Reconstruct-Write-Modus, auch genannt Turbo-Modus. Zum Aktivieren gibt es grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Aber euch sollte bewusst sein, dass diese Option eure Datenträger immer auf volle Pulle laufen lässt. Sofern ich mich nicht irre, wenn ja, dann korrigiert mich bitte in den Kommentaren. Zum Aktivieren gibt es halt zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, dass ihr unter Einstellungen, dann Datenträgereinstellungen, dann findet ihr hier
die Einstellungen MD Write Method, hier Reconstruct Write auswählen und auf Anwenden drücken. Für die zweite Methode müsst ihr euch die Community Application TurboWrite herunterladen. Ich kann euch aber nicht genau sagen, was die App noch so im Hintergrund macht. Verwendung daher auf eigene Gefahr, beziehungsweise von mir gibt es da leider keine weiteren Informationen, weil ich da auch nichts Besonderes zu herausfinden konnte, außer dass der gleiche Reconstructive Write Mode aktiviert wird. Tipp 4 ist irgendwie zweiteilig. Das erste Thema ist das Thema Trim, das zweite der Mover. Für den Trim einfach unter Apps CA Trim herunterladen und dann unter Einstellungen, Aufgabenplanung, unter Trim monatlich auswählen und unter Mover ebenfalls, wobei ihr diese Option in Abhängigkeit eurer SSD-Größe machen solltet. Und das war's auch schon. Den Rest erledigt Unraid automatisch in den festgelegten Zeiträumen für euch. Tipp 5. Falls euer Unraid-Server bei der Übertragung von Daten immer noch sehr langsam ist und euch die Punkte 1 bis 4 nicht geholfen haben, dann könnte es durchaus möglich sein, dass der eigene Cache der jeweiligen HDD nicht aktiviert ist. Hierzu müsst ihr einmal das Terminal aufrufen und mit dem ersten Befehl könnt ihr anhand der jeweiligen Indexierung hinten die Festplatte aussuchen und über die Check-Funktion auslesen lassen. Ihr müsst aber berücksichtigen, dass die HDDs auf voller Drehzahl laufen müssen, da sonst dieser Befehl quasi den Cache nicht auslesen kann. Die Befehle sind auch nochmal in den Kommentaren hinterlegt. In meinem Fall steht nach WCE eine 1. Das bedeutet, dass der Cache der HDD aktiviert ist. Wenn bei euch aber eine 0 angezeigt werden sollte, dann müsst ihr per Command-Befehl, also sdparm, diesen Cache aktivieren und fertig. Falls ihr festgestellt habt, dass kein Cache eurer HDDs aktiviert ist, dann könnt ihr auch mittels sdparm --setwce mehrere Festplatten oder den Cache mehrerer Festplatten gleichzeitig aktivieren. Ja, und das war es auch schon mit den Tipps. Ich kann euch nur sagen, ich erhalte wirklich eine volle Leistung mit meiner 10 Gigabit Ethernet-Karte. Die 10 Gigabit Ethernet-Karte ist in meinem Unraid-Server eingebaut und nutze diese Karte mit einem Thunderbolt 10 Gigabit Ethernet-Adapter an meinem iMac. Und die Videobearbeitung macht hier wirklich sehr viel Spaß. Ich habe hier keine Aussetzer, die Leistung ist in voller Gänze da. Man kann das nicht immer so ganz genau prüfen. Ich weiß auch nicht genau, wie man die Übertragungsgeschwindigkeit so richtig prüft. Disk Speed ist wahrscheinlich hier eine App, die euch ein falsches Ergebnis liefern wird, aber 800 MB die Sekunde ist schon mal kein falscher Wert und man könnte sich eigentlich daran festnageln. Im Alltag macht sich das halt wirklich sehr bemerkbar, dass diese Performance da ist und von daher bis zum nächsten Video. Falls ihr noch so mal solche Videos haben wollt, dann lasst es mich in den Kommentaren wissen. Also bis bald, ciao.